So, Freunde, jetzt sind wir aber bei unserer zweiten Lieferung. Im letzten Video haben wir unseren Freund, Kunden Carlos beliefert. Jetzt sind wir hier irgendwo in Marburg oder bei Marburg an der Lahn und fahren gerade zum Alexander. Da freue ich mich schon drauf, den Alexander kennenzulernen. Hi, Morgner, die Melder hier. Ja, eigentlich als mein Sohn. So, in die Tusa. So, hier Alex. Ich hab ja auch was. Ja, danke. Das kannst du, okay, das kann ich erhalten. Aber halt mal fest, die haben schon eine. Mhm. Die haben einfach noch eine zweite gekauft. Das sieht cool aus, zwei nebeneinander zu haben. Dritte hattest du eigentlich auch. Ja, ich hatte schon eine. Hast du schon eine? Genau, die in Silber gehabt. Ja? Alex, das sind hier Ehrenmänner. Du hast schon eine und bestellt eine zweite. Geil. Ja, bin ich ganz stolz auf sowas. So ist das. So, kann man mal die Drehleinschaft zeigen. Das ist das eine handgravierte Bowl, komplett handmade. Da kann man die ganzen Gravuren sehen, ist alles mit am Stein gemacht. Ne? Mhm. Da sitzen die halt wirklich lange und streifen das alles rein. Da muss anschließend aber sehr aufwendig poliert werden. Man glaubt es nicht, das Glas ist deutlich härter als Material zum Polieren alles, wie jetzt Edelstahl. Edelstahl ist eher da Witzgegen. Genau, das ist jetzt komplett Silber und das ist halt Silber beschichtet in Anthrazit. Mhm. So, wir sagen mal Gunmetal dazu. Auch sehr beliebt, also die dunklen Farbtöne sind sehr beliebt. Bei den Pfeifen haben wir einen integrierten Molassefänger in der Rauchsäule. Ich finde es schön, aber am Ende des Tages Geschmackssache. Hast du auch so eine gehabt, Aaron? Nee, ne? Ich wollte so eine, weil ich das auch geil finde mit dem Molassefinger da drin. Ja, ja, genau. Aber die haben wir jetzt ab nächster oder übernächster Mal die Rauchsäule einzeln. Hm. Die kann man dann einzeln quasi nachrüsten bei allen Pfeifen von uns. Da können wir uns ein bisschen Probe fahren gleich. Auf jeden Fall, ja. Ja, von welchem dann von den beiden? Lambo. Ja, eher so Lambo-Mensch. Ja. Okay. Ist auch der sportlichere von den beiden, würde ich sagen. Also ich habe zu meinen Jungs so gesagt, dass wenn die sich eine holen, dann auf jeden Fall auch von der Marke, aber. Es gibt ja auch verschiedene Marken, auch die eigentlich auch voll zurück sind. Das kann nicht sein. Das kann nicht, es gibt nur eine Marke. Alles wird zurückkommen. Spaß. Ja, mach Wasser rein und so alles, dann das mal loslegen kann. Und wie war's? Alex, wie war's? Top. Erstmal in meinem Leben. Ja. Lambo gefahren. Ist die Pfeife fertig? Okay. Dann nehmen wir zur Pfeife und dann würde ich sagen, das nehmen wir mit. Es war, hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir das mal gemacht haben. Mit den Sachen ausliefern, würde ich sagen. Ich fand das ganz toll. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir das öfters machen sollten. Ich habe ja beim letzten Video schon gesagt, das oder die Kommentare, wo wir nachher einen Content drüber machen würden oder Content-Vorschläge macht, kriegt der oder die oder das eine Pfeife. Ja, was denn? Das ist doch so, muss er alles aufzählen. Sonst wirst du diskriminiert. Alex? Hat Spaß gemacht, ja? Kommt gut rein. Tim, hat mich auch gefreut. Mich auch. So, jetzt sind wir wieder zurück. Wir haben die zweite Lieferung, würde man sagen, positiv bei Tim, seinem Vater Alex, geliefert, ausgeliefert. Und ja, da waren wir zum Schluss noch was essen gewesen. Ja, wir wurden wirklich sehr freundlich empfangen und das war alles sehr gastfreundlich bei uns gewesen. Und ich bin sehr dankbar darüber. Ich war echt positiv überrascht. Auch bei der ersten Lieferung, genauso jetzt wie bei der zweiten Lieferung, war alles sehr entspannt abgelaufen und man ist dann doch sehr stolz für das, was man aufgebaut hat, an ja, Produkt, was man ausgeliefert hat und was das dann doch für eine Resonanz gebracht hat, bin ich sehr zufrieden. Wir müssen ja mal gucken, was wir halt weitermachen, ne? Wie es weitergeht. Und wir freuen uns dann für Informationen oder Feedback jeglicher Art, würde ich sagen. Ne? Alles klar, bis zum nächsten Mal, Jungs, Mädels. Sagt man das überhaupt?
Freunde und Nicht-Freunde habe ich heute Morgen geübt. Die sagt, das sagt man nicht, aber es gibt ja Freunde, die ihr wahrscheinlich sehen und vielleicht auch Nicht-Freunde. Das sind ja nicht alles Freunde, oder? Das stimmt. Okay, Freunde. Bleiben wir bei Freunde. Dann bis zum nächsten Mal.